Ja, irgendwas zu plündern? Ne, wir würden uns ja selber plündern, ist ja auch was. Nichts Besonderes, nur eine Tiefkühlpizza. Na, immerhin, immerhin. Eivor, Eivor! Wiss? Spitz die Ohren. Klosteraubzüge, plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Ohren und hör zu. Okay. Zum Wohle unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen. Da ist eins ganz weit weg, da ist eins ganz weit weg. Wir nehmen erstmal das in der Nähe. Hier sind, Doug. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ah, mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Ich bin könnte doch trotzdem. Im Fluss folgen. Jungens und Mädels. Ich hoffe, sie hat trotzdem gemundet, deine Tiefkühlpizza, ne? Erstmal auf, fahrt hier mal den Fischer nicht über den Haufen. Ja, der junge Mann ist nicht angeschnallt. Der hat genau gesehen. So, noch ein Boot. Hol das Segel ein! Huch! Ich wusste gar nicht, dass sie auch fliegen können. Wir setzen das später fort. So, dann gehen wir mal eine Kirche plündern, würde ich sagen. Singen wir den Blut, in die Schlacht! Nö, ich überfahre nur Boote. Hier siehst du. Mann, wann kletterst du denn da immer rauf, Mädel? Ja, langweilig. Wie ist der uns gewürzt? Folgt mir nach! So, erstmal die neuen Nachbarn begrüßen. Guten Tag. Wer will was? Ich sag mal. Würden Sie mal ausweichen, junge Dame? Danke. Ich sehe nix. Du kannst auf der Alt-Taste einhacken, wie du willst. Die will nicht ausweichen. Das findet die nicht toll, glaube ich. Weiß ich auch nicht warum. Na gut, Monturvorteil. Schön, ja, schön, schön, schön. Wollen wir denn mal nochmal plündern, ne? Los jetzt, Wikinger! Hallo. Ab ins Wasser. Proviant ist immer noch voll. Gut. Das Schild zerstört. Also fast. Das hat einen bleibenden Eindruck im Gesicht, würde ich nicht sagen. Diese Made schicken wir zu uns.
Könnte hier mal jemand noch vielleicht eventuell... Danke. Gibt's hier auch noch was zu beißen? Oder wird, oder wie? Der ist schon vorgestürmt, der junge Mann. Jetzt ist die Tür nicht mehr versperrt. So. Hey, ich schaff das nicht allein. Ist ja auch eine große Truhe, ne? Können wir ja mal so festhalten. Das sollte für Gunnar reichen. Aber wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. Und das werden wir gleich feststellen. Wir gehen jetzt mal gucken. Jetzt stirbst du. Wir müssen aufeinander auf. Das ist kein Paradies. Hier ist nichts mit Gott. Ich lösch dich aus. Auch deine Treffer zeigen Wirkung. Du gehörst mir. Lasst euch nicht reißen. Tschüss. Mein Gott. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Okay. Hier wird nicht betäubt, hier wird gleich die Tür eingetreten. Halt. So, da müssen wir vielleicht noch rein. Hey, komm mal kurz her! Halt dich bereit. Man weiß nichts. Jetzt. Schlagen wir zu! Ich mach dich kaputt! Der hat ja gar keine Zeit umzufallen hier, der Kollege. Zerbrochene Rüstung. Das war's! Zurück zum Chef! Raubzug abgeschlossen. Reichtum erworben, Rohmaterialien. Mehr gibt's hier nicht. Ist jetzt nicht so viel, ne? Also, falsche Taste. So, was gibt's denn da oben? Und ja. Ich, So, Zivilisten haben wir jetzt nicht auf Note. Die lassen wir in Ruhe, wir hauen ab. Komm. Und hier sind noch Bieren. Damit haben wir unser Provienten
Hallo, ihr glänzt mich noch was an. Adrenalin, aha, okay, mit den Pilzen können wir also das Adrenalin. Okay, das sind Zivilisten. Die können wir am Leben lassen. Ein Zahn. Ist klar. Ja, und ihr steht jetzt hier rum und wartet auf den Weihnachtsmann, oder was? Das war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Doof. Eva, wie viele hast jetzt du? Segel setzen. Wie bitte? Dag, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Genau. Da rennt der Fuchs. Oder ist das ein Reh? Der wird gerade nicht so erkennen. Nee, ist ein Reh. Wäre, wenn dann ein langbeiniger Fuchs. Wir machen aber mal einen See draus. Wir sind da schon angekommen. Elfentro. Lasst uns hier anlegen. Ruhig jetzt. Ach so, machen wir das. So, dann gehen wir mal die Schmiede errichten. Inrichten, herrichten. Wie haben wir hier noch Bären? Schon zurück. Bauen, jawoll. Gebäude abgeschlossen, Schmiede. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm ich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Die Götter lächeln uns heute zu, Eivor. Ja gut. So, Siedlung aufbauen, ein Gebäude errichten. Errichte Gebäude in Häfentrop... Refnatrop, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Geh dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterialien zu einem Schild. Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und schaltet weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Rahmen mit V, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Ja, machen wir. V? Breite deine Flügel aus. Da haben wir eine Schmiede. Da haben wir Bruderschaft des Verborgenen. Der Verborgenen, also das ist hier der Kollege Dingsbums. Kriegerlager, Bäckerei können wir da bauen. Fischerhütte, da ist unser Reiseschnellreisepunkt. Tätowierwerkstatt. Alter, was wir hier alles bauen können. Handelsposten. Brauerei gefällt mir. Yachthütte. Das von Alvis und Homegear. Mein Gott. Kartenmacher, Haus von Hunwald und Swanhilde, da können wir Schiffswerkstatt bauen, das ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Hier können wir einen Stall und Vogelhaus, Vogelhaus? Okay, 430. Guten Tag. Viehhof. Okay, es ist noch viel zu bauen. Hier sind Pfeile.
So, was hätten wir denn hier? Können wir hier auch was draus bauen? Hier ist kein Schild. Was für ist ein Schild? Schön, dich zu sehen. Was machst du hier noch gleich? Sag mir doch noch mal, was du hier machst. Ich kaufe und verkaufe alles Mögliche. Und ich habe ein gutes Netzwerk an Händlern, was bedeutet, dass ich fast alles besorgen kann, worum du mich bittest. Und das alles hier. Aber ich kann gar nicht viel tun, wenn ich keinen Ort zum Arbeiten habe. Wenn du mir etwas baust, kann ich sofort loslegen. Na gut. Ich muss gehen. Bleib gesund. Beehr mich bald wieder. Posten ist vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Können wir sogar sofort bauen. Zack. Zwei Häuser an einem Tag gebaut. Sehr schön. So, jetzt sollen wir mit Sigurd sprechen schon wieder. Können wir dir irgendwas verkaufen schon? Da sind wir also. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. Was machst du hier? Erzähl mir etwas von dir. Erstmal Waren. Zeig mir, was du anzubieten hast. Du brauchst das doch. Auf jeden Fall. Todessprecher. Einzigartig. Das meine ich ernst. Doppelhände, ja gut, das ist nicht so für mal ein kleiner Bogen mit großer Wirkung, okay. Ein Plunder verkaufen. Neues Zuhause. Sehr schön. Also, das können wir uns alle noch nicht, den könnten wir uns. Deine Botschaft wird direkt in den Kopf gehen. Ja, kann man, Ich denke, das wäre eine sehr gute Wahl. Ist dein Einkauf schon erledigt? Ja. So, erzähl mir mal. Wir haben bisher kaum geredet, Yan Li. Und ich weiß nichts über dich. Was hat dich nach Englerland verschlagen? Ich wünschte, ich hätte eine spannendere Geschichte für dich. Ich kam aus dem fernen Yungyo. Ohne Grund eigentlich. Neugier, denke ich. Das ist keine ausgefallene Geschichte. Eine junge Frau packt das Reisefieber und fährt auf einem Handelsschiff mit. Vermisst du deine Heimat? Ja, oft. Ich habe vor, eines Tages zurückzukehren oder vielleicht Freunde und Familie herzulocken. Aber es besteht keine Eile. Hier bist du jedenfalls immer willkommen. Oh, ich werde bald ein paar Gewürze aus dem Osten für ein Festmahl haben. So sehr ich eure Gastfreundschaft schätze, das Essen... Nun, ihr seid stets bemüht. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Also, wie schön, eine feste Stätte zu haben. Lesen. Brief von Janlis. Schrei doch nicht so. Janlis Familie. Noch nie waren wir froh, einen Brief von dir zu erhalten. Welch wunderbare Nachricht. Unsere kleine Knospe ist jenseits des Meeres erblüht und fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit du irgendwo lang genug gelebt hast, dass wir dir Pakete schicken konnten. Ich hoffe, die Gewürze und das Öl bringen dir Freude. Es brach uns das Herz zu hören, was sie dir zu essen geben. Vielleicht werden, wenn du ihnen etwas Gewürz anbietest, ihre Zungen lernen, deinen Namen richtig auszusprechen. Dann musst du es ihnen nicht mehr so leicht machen. Okay. Okay, die hat also ein Problem mit dem Essen hier. Und die englische Küche ist jetzt auch nicht unbedingt die einfachste, glaube ich. So. Kann man die Kamera anmachen? Jetzt können wir hier noch ein bisschen durch die Gegend gucken. Hier ist noch eine abbruchreife Hütte. Ja, hier hat sich ja schon ein bisschen was getan. Proviant war voll, glaube ich. Wir jängen mal hinein. Sie teilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete, sogenannte Schiere. Dieses hier heißt... Eivor, hier drinnen! Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein,
Aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Stellen. Da gibt's ja noch gar keine.